Punkt 1 zeigt sich zum Beispiel bei den TERFs. Die sind in puncto Definition Frau konservativ. Ja, exakt, was ich gesagt habe im Endeffekt. Ne? Also die Generation, jede Generation entwickelt so ihre eigene Zersetzungsthese an linkem Gedankengut. Ne? Und das ist dann erstmal, oh, wir armen Frauen, die Rollen müssen weg. Die Rollen müssen weg, Frau und Mann ist eigentlich dasselbe und wir müssen Sonderrechte bekommen. Gut, da sind dann so Leute wie die Schwarzer stehen geblieben, da sind so Leute stehen geblieben wie die J.K. Rowling. Und deswegen sind sie jetzt halt die TERFs, weil darauf die Generation kam von, es gibt überhaupt keine Frauen. Und jeder kann einfach eine Frau sein und somit auch die Privilegien genießen, die ihr erkämpft habt.